Auf ein neues zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Im letzten Part haben wir hier ein paar von diesen tollen Lichtdingern da abgehakt. Wo sehr viele höhlenmäßige Sachen waren. Okay, ist es auch meistens. Aber mal davon abgesehen. So, wir müssen auf jeden Fall ein neues krasses Skateboard machen, weil die sind krass und unseres ist kaputt. Skateboard, bist du früher mal Skateboard gefahren? Nein. Hast du es versucht? Ja, sind wir nicht? War ich das mit Sidney, habe ich das mal mit dir gemacht? Ja, höchstens so draufgesetzt und dann ja, damit. Ja. Ja, das schon, aber auch nicht wirklich viel. Haben wir das gemacht? War das? Weiß ich nicht. Ich hab's mal gemacht, aber ich kann ja nicht sagen, wann oder mit wem oder. Ich kann mich da erinnern, dass ich das gemacht habe. Oben runter, da von vom, wie nennt man das da? Wo Karin wohnt. Ha! Willst du mich verarschen? Hä? Eschenborn. Das Schild zerbricht gleich. Ja, du bist mit voll Karacho, mit weiß ich nicht wie viel Körpergewicht da drauf gesprungen. Ja, aber das liegt ja nicht. Also, das Schild wurde vielleicht vorher schon genutzt ja, als Abwehr. Ja, wahrscheinlich. Ach man. Wo wollen die eigentlich hin? Wer sind. So eine Scheiße, ey. Tut dir doch nicht weh. Tu dir doch nicht weh. Okay, langsam brauchen wir aber wieder bessere Schilde hier. Ja, du willst dir mal liegen lassen. Ja, Flo, genieß es noch ein bisschen hier im Grün. Hatschu! Hä? Warum? Was kommt denn als nächstes? Anderes Grün. Ja, ich wollte gerade sagen, also erstens, die Goronen sind wahrscheinlich das Letzte, was sie tun werden. Und bei den Soras ist es halt ein bisschen mehr Wasser als Grün, aber... Und vor allem, der Krogwald wird halt grün. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Und dunkel. Was ist denn da vorne? Ja, der Wirbel. Der Strudel. Magst du Apfelstrudel? Bin ich so der Kuchenfan. Ich kann doch jetzt in den Strudel fliegen. Apfelstrudel. Ja, komm, wir machen Abschlepper. Wir machen den Abschlepper. Kannst du da kurz auf das Tor nochmal klettern? Oh, hier brauchen wir einen Stein. Ich würde eh über das Tor gehen. Ja, wow. Jan, wo ist denn der Stein? Da ist auch noch ein Drache drauf. Hä? Jan? Was denn? Den haben wir doch ganz am Anfang gesehen. Auf der Brücke. Ach, das ist der Oha. Das ist die Brücke. Frage ist, springt man da einfach rein? Baut man dafür ein Schiff? Was tut man da? Ich weiß ja nicht, was da ist. Sterben wir da einfach, wenn wir da hingehen? Sterben wir? Nein, wir sterben nicht, aber wir sollten dem nicht zu nahe kommen. Ich dachte, wir müssen da rein. Wo möchtest du rein? In den Strudel. Ja, natürlich springen wir da rein, aber ich will erstmal da das Tor hochklettern. Wie willst du denn sonst machen? Willst du da vorne nah dran kommen und dann... Also nicht eingesogen werden. Vorher ertrinken. Warte mal, er ist hier. Der hat eine Himmelsinsel gemalt. Je länger ich diesen Anblick auf mich wirken lasse, umso fasziniert er mich. Ach, das ist diese Blume. Diese Form muss wohl eine Bedeutung haben. Hm. Stimmt, woher dieser eine die Sonne Typ, der die her? Ganze ich Zeit... Ich sehe hier keine Sonne. Nein, dieser Typ, der schon öfter erwähnt wurde, von den, von Aupura und so, der diese Expedition leitet mit diesen Glyphen lesen und so. Das müssen wir, glaube ich, anfangen, die Quest, damit wir endlich mal da oben das entziffern können und ein Foto machen können oder so. Ja. Oder konnten wir schon ein Foto machen? Ich weiß es gar nicht. Theoretisch macht es so Sinn, das vielleicht auch erst am Ende zu machen, weil dann können wir alle nacheinander in einem Part machen. Ja, diese Form muss eine Bedeutung haben. Na, verzeih mir, ich war ganz in meinem Gemälde versunken. Du bist wohl auf Reisen. Wie du siehst, bin ich Maler. Ich bereise die Welt um auf der Suche nach interessanten Motiven. Oh. Warum hast du das gleiche Tattoo gefühlt wie Akainu? Man weiß es nicht. Ja, wie du siehst, bemühe ich mich gerade, diese kleine Insel dort auf meine Leinwand zu bannen. Wenn es bewölkt ist, kann man sie natürlich immer nicht immer sehen, aber da oben waren wir schon mal, das war cool. Seit der Kataklysmus über uns hereinbrach, gibt es viele Inseln, die im Himmel schweben. Doch keiner hat bisher mein Interesse so geweckt wie die seltsam geformte Insel da drüben.
Das Gefühl ist mir unerklärlich, jedoch ist es, als würde sie mir etwas sagen wollen. Wie bist du eigentlich rübergekommen? Naja. Ich frage mich, warum die Sensen dort schweben. Gelegentlich muss man innehalten und über Dinge nachdenken. Fühl ich. Wenn den Drachen ärgern und dann das abhauen und reinspringen. Ja, nee. Ganz weit weg davon, bitte. Ganz weit weg. Ja, gut, das schaffst du doch. So, bist du bereit, Jan? Bist du bereit? Jan? Jan. Hä? Ach, den Stern hat man schon. Der Stern, ja. Stern über Bethlehem. Oh mein Gott, Jan, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Auch ein es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich falsch an. Ertrinken ist kein schöner Tod. Kommt jetzt ein riesen Seemonster raus? Oh Gott, mir wird jetzt schon schwindelig. Oh, ich will da nicht hingucken. Du musst aber hingucken, was jetzt passiert. Ah. Spawnen wir jetzt dann einfach? Sechster okay, nee. Dann. Hey, oh. Wie in der Wüste sind. Ein Schrein. Oh, ein Schrein. Oh nö, da müssen wir wieder das Ding für finden. Strudelhöhle am Hylia-See. Tja, haben wir ein Projekt, wo es ähnliche Orte gibt, nämlich Soul Silver. Guck mal, Soul Silver. Noch nicht, aber da gibt es auch die Strudelhöhle. Bringe den Kristall, den das Licht zeigt, dem Schrein da, dann schenken wir dir ein Licht, das der die Finsternis baumt. Na toll. Wenn wir das hier einsetzen jetzt, das Denkensprung, sind wir dann einfach über Wasser wieder? Also im Wasser? Ich würde es nicht probieren. Aber man weiß es nicht. Super. Ich dachte, wenn das mit so krasser Kraft und so ist, dann geht das einfach durch wie Butter. Ich würde aufpassen. Du willst doch leben, oder? Naja. Irgendwie finde ich es ein bisschen enttäuscht, dass ich ihn jetzt nicht mehr hauen muss. Weil ich weiß, dass da eh nichts passiert. Ja, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl. Ja, es ist trotzdem traurig. Ja, nur weil deine Erwartung nicht erfüllt wurde. Genau, wenn es jetzt irgendwelche Leaks gibt zu irgendeinem Spiel, dann sind die doch nicht wahr oder sowas. Oh, nö. Warum machst du das? Ja, weil das Ding auf der Himmelsinsel ist. Ach du Scheiße. Können wir da uns ja, hochhaken? Aber auf welchen, wo wir noch nicht waren. Das heißt, wir müssen da hin. Mal hier direkt auf der. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ja, ne? Wie jetzt? Der Strahl zeigt gerade nach oben? Ja. Bis zur Himmelsinsel. Ich habe ja gerade geguckt. Also wir gehen hier hin, holen uns unser Motorrad und auf geht's. Nee, nicht Raum des Erwachens. Ja doch, da gehen wir halt oben drauf gleich mit dem Denkensprung. Eieieiei. Da haben wir uns aber Tolles ausgesucht. Aber was ganz Tolles. Aber was ist das hier? Warum? Kann man den einfach runterklatschen lassen und dann... Würde ich jetzt von ausgehen. Oh Mann. Ja, es wird doch nicht so leicht hier rauszukommen. Wir müssten auch viel öfter eigentlich mal diese Zeitumkehrung einsetzen. Naja, aber für was groß? Na, zum Beispiel, als du diese Probleme hattest mit dem Elektrorätsel.
Hättest du das zurückspulen können, hättest du das so machen können, dass die Tür aufgeht, während du davor stehst. Man sieht es einfach nicht mal. Ja, komm. Also schön Motorrad, ja? Würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, fehlt da nicht was, aber das war ja so eine simple Sache. Nur wieder hoffen, dass es nicht irgendwie kaputt geht oder so. Super Anfang. Bist du bereit? Nee, eigentlich nicht. Himmel! Weißt du, ist das da unten schon? Nee, oder? Ich weiß nicht, es sieht flach aus. Naja, da ist aber, glaube ich, da ist der Strudel. Ich glaube, das ist da unten schon. Möglich. Egal, wir fliegen noch ein kleines Stück, bis wir das wirklich nahe sehen, und dann machen wir einen Sturzflug. Oh mein Gott. Ja, aber über dir ist ja nichts, oder? Oder siehst du da irgendwas schweben? Die Sonne. Nee. Oh Gott. Was ist, wenn du jetzt das ausmachst? Fällst du dann? Ja. Jetzt glaube ich auch nicht. Ich glaube nicht. Na guck, da ist es schon. Doch, ja, kannst du ja doch. Okay. Ach Jan. Hast du das mit Absicht jetzt gemacht? Ja. Hier ist doch die Insel. Ich dachte, wir brauchen das Ding. Also, du willst es einfach fallen lassen. Ich dachte, du machst es an dein Fahrzeug dran. Nö, ich würde es einfach ins Wasser fallen lassen. Okay. Allein Krog. Wo kommst denn du her? Haben wir ja lange nicht mehr gesehen hier oben. Aber wir waren hier doch schon mal. Ist jetzt einfach gedroppt oder was? Du droppst auch einfach so. Ab und zu vielleicht, ja. Aber nur selten, ja. Nur selten. Hallo, wo ist der Eingang? Da. Wer ist der Eingang? Hallo, wer ist dieser Eingang? Kann ich mich nicht erinnern, wir waren hier doch. Oh nein. Ich glaube, wir lassen es einfach runterfallen. Aber ich weiß nicht, der kann doch nicht so. Nein, das ist doch Quatsch. Wir können den doch. Aber mit, Steinchen. Ich weiß ja nicht. Und wenn der jetzt nicht hier ist, dann nochmal ein Problem. Bisschen, ja. Ja, da. Oh, ich hatte schon Angst. Oh Gott. So, gib mir ihr gutes Geschenk. Ja, du weißt genau, dass die nicht gut sind. Ein Opal oder sowas. Das wäre doch Premium. Na, das wäre der schlechteste, den es gibt. Von den Guten. Oder ist das jetzt wieder so ein cooler Schrein, wo sich alles dreht? Schade. N-Om-H-Schrein. Ja, wenn wir im Himmel sind, können wir demnächst wieder hoffentlich wieder mehr Teile finden, die man dann dran machen kann. Was ist? Gut, nur noch einer.
So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu dem Wald und dann machen wir die anderen Punkte. Gott, ich habe Knickknack gemacht. Nee, knack. Ich muss gerade jetzt wieder immer wieder betonen, ich habe mir letztens ja wieder diese Snackbox gekauft, diese Partybox, wo auch Knickknacks drin sind. Ich muss sagen, ich finde halt die Linsen-Crackets viel besser mittlerweile. Ich weiß nicht, Die ich mag diesen. Linsen-Crackets. Ich mag, also ich mag den Geschmack von Knickknacks nicht, der ist mir zu intensiv. Der ist so Wams in die Fresse und Nee, der manche sind kann auch nicht nicht so so. intensiv sein. Und manche sind nicht so komplett rund, sondern dann so, die haben dann so eine Ausstülpung und sowas und dann darauf rumzukauen, finde ich unangenehm. Weißt du, wo du hin musst? Ja, zu einem der Punkte da. Aber das, ich dachte, wir wollten nochmal in den Wald. Nee, den Wald hatten wir doch jetzt. Bin ich so los? Also bist du schon einmal durch den Wald nochmal durchgelaufen gehabt? Oder? Hast du ja nicht mehr auf. Anscheinend nicht. Gerade bin ich sehr am Basketball, weil die jetzt hier in den letzten Minuten sind. Es sind Warum noch ist das 7 Minuten. Transportschild aber wieder fast kaputt? Ich weine gleich wirklich. Naja, solltest du wohl nicht nutzen, allzu schnell kann gut gehen. Hallo. Oder halt vielleicht Schilder nutzen, die eine höhere Haltbarkeit haben. Jetzt sind mit die besten Schilder, die wir haben. Tja, Transporter war wohl nur ein feuchter Traum. Alter, diese normalen Exhalfos, die können einfach gar nichts. Die können gar nichts. Guck doch. Nichts. Das ist halt so krass. Gar nichts könnt ihr. Oh nein, ein Viertel Herz. Oh Mann! Es ist schon schade, dass die nichts können. Alter, da oben. Haben wir eigentlich schon alle drei jetzt gesehen? Also von den Greoks ja, aber von den Drachen? Keine Ahnung. Wo ist der War es gerade, Stein? als ob ich hier ein Schwein gesehen hätte, ganz kurz. Ich glaube, du hast das mit Stein verwechselt. Da muss man weiter oben liegen. Oh. Will trotzdem mal kurz gucken, ob das funktioniert. Du wirst damit nie wieder hochkommen werden. Das muss dir bewusst sein. Haben wir den Krog schon? Ne, es geht aber mit diesem Ding nicht, schade. Bin ich Ich ein bisschen hab mich gerade schon enttäuscht. gewundert, warum wolltest du es jetzt mit dem machen? Wollte gucken, ob das geht. Anscheinend musst du wirklich mal so einen runden Felsen nehmen. Ich glaube, du überschätzt die Möglichkeiten dieses Spiels. Das Nee, ist was, dieses was wirklich. Nintendo nicht gern hören will. Ja, es gibt schon Fehler, aber. Welche Farbe hätten sie denn gern? Wahrscheinlich ist Rot das nächste Jahr. Ja. Und dann ist der Part auch zu Ende. Hallo. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass wir hier schon mal waren. Okay, gut, den Krog hatten wir nicht. Aber Wir waren auf der trotzdem. anderen Seite, Jan. Weil die Brücke da ist. Du denkst, das ist gerade alles spiegelverkehrt und da du ja links und rechts oft das verwechselst, ist das ähnlich. Achso, wo ist jetzt der Eingang? Bin für den Eingang. Naja, wo. Achso, ich dachte, du hättest. Ja, ich habe gedacht, das wären wieder die Leuchten noch von dem. Da oben ist ein Krog. Von dem Vieh. Natürlich geht jetzt. Ach, sind da nur ein bisschen. Das wirst du wohl schaffen jetzt. Aber ich glaube, es fängt an zu blitzen.
Er will auch nicht locker lassen. Angriff. Sehr schön. Das war's aber auch schon wieder mit dieser Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Und in der nächsten, ja, werden wir ja auf jeden Fall die nächsten Strahlen abklappern. Und dann ist es doch wirklich nicht mehr so viel auf der Oberfläche, würde ich sagen. Bisschen Wasserspaß. Und ja, das solltet ihr nicht verpassen. Und Like da lassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.